Ist in Ordnung. Ja, vielen Dank, Herr Präsident, sehr verehrte Damen und Herren. Im September des Jahres 2012 meldeten sich die rechtspolitischen Sprecher der Koalitionsfraktionen in einer gemeinsamen Pressemitteilung zu Wort und berichteten über den Stand der Beratungen, über den Einsetzungsbeschluss des Untersuchungsausschusses oder des Untersuchungsauftrages zum Untersuchungsausschuss BER. Darin passierte relativ viel. Zitieren möchte ich einen Teilsatz. Ich wurde angemahnt, beziehungsweise wurde angemahnt, dass der voraussichtliche Ausschussvorsitzende Martin Delius eine besondere Rechtssensibilität entwickeln und ein rechtlich einwandfreies Untersuchungsverfahren gewährleisten müsse. So Herr Rissmann und Herr Kohlmeier. Mal abgesehen davon, dass die beiden Rechtspolitiker damit dem späteren Entschluss des Parlaments und auch der Wahl der Funktionsstellen des Untersuchungsausschusses vorgriffen, haben Sie doch recht gehabt, denn ein einwandfreies Verfahren und rechtlich auch nicht zu beanstandenden Verfahrens ist doch die Grundlage für einen vernünftigen Erkenntnisgewinn und für einen rechtssicheren Abschlussbericht. Im Folgenden würde ich mal gerne aufzählen, was der Untersuchungsausschuss zum BER, zur immer noch Baustelle BER, denn rechtssicher geleistet hat. Wir haben seit Oktober 2012, als wir die Arbeit aufnahmen, 64 rechtssicher abgehaltene Sitzungen gehabt. Wir haben einen umfangreichen Untersuchungsauftrag mit 5 Fragekomplexen und ungefähr 90 Einzelfragen abgearbeitet. 2 Erweiterungen dieses Berichtes oder des Untersuchungsauftrages abgearbeitet und aufgenommen. Über 1700 Aktenordner und Einzelschriftstücke, mehrere CDs und DVDs, tausende E-Mails und Schriftwechsel waren auszuwerten und mehrere tausend Seiten Wortprotokolle aus Zeugenaussagen wurden produziert. Das alles in am Ende einem rechtlich einwandfreien Verfahren, wie es angemahnt worden ist. Und an der Stelle kann ich sagen, das ist nicht zuletzt, sondern zuerst auf die wunderbare Arbeit und Zuarbeit der Verwaltung des Abgeordnetenhauses, namentlich Herrn Wagner und Frau Huang und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Büros zurückzuführen. Jetzt können Sie noch mal klatschen. Die Zahlen sagen es schon, das war der größte Untersuchungsausschuss im Umfang, sowohl im Zeitraum als auch im Umfang des Abschlussberichtes, so wie er Ihnen jetzt vorliegt, den dieses Haus je erlebt hat. Insofern eine Mammutaufgabe und eine Mammutleistung, nicht nur im parlamentarischen Prozess und in mehreren begleitenden aktuellen Stunden, Anträgen, die hier immer wieder diskutiert worden sind, die auch mit den Mitgliedern des Untersuchungsausschusses hier diskutiert worden sind, sondern eben auch, weil der Untersuchungsausschuss andere Möglichkeiten als die parlamentarische Beratung zur Ermittlung genutzt hat. Da zu nennen ist eine Zwangsmaßnahme, die notwendig geworden ist, um Beweismittel von einer herausgebenden Stelle einzuholen, die diese nicht rausrücken wollte. Da bedanke ich mich auch nochmal für das Zusammenstehen der Mitglieder des Ausschusses. Da haben wir uns eine Meinung gebildet, das durchgezogen und damit Hilfe der schon erwähnten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Abgeordnetenhauses auch erfolgreich durchgeführt, ohne im Übrigen die Zwangsmaßnahme tatsächlich durchführen zu müssen. Da hat die Androhung am Ende gereicht. Es ist die Durchsuchung bei GMP gemeint. Beschlossen haben wir das am 20. Juni 2013. Und die Durchsuchung fand dann am 25. Oktober 2013 statt. Allein der Zeitraum und dass das vorher nicht öffentlich wurde, zeigt schon, dass da alle dicht gehalten haben. Und auch dafür möchte ich mich nochmal bedanken. Das ist ja nicht so einfach, ne? Wenn die Akten dann plötzlich geschreddert werden, wenn es vorher bekannt wird. Auch an der Stelle muss man sich, glaube ich, noch bei den Kolleginnen und Kollegen der Landeskriminalämter in Berlin und Hamburg bedanken. Das habe ich mich im Oktober des Jahres 2013 schon getan. Das ist hier aber sicherlich nochmal angebracht. Die sind sehr besonnen vorgegangen, haben uns gut beraten und haben am Ende auch dazu beigetragen, dass die Zwangsmaßnahme gar nicht notwendig wurde. Vielen Dank. Dann, wir haben 112 Zeugen beantragt als Fraktionen gemeinsam. Ich habe jetzt nicht mir angeguckt, welche Fraktion am meisten Zeugen beantragt hat, aber das wird sicherlich der eine oder andere Kollege, ich kann mir schon vorstellen, wer die Zahlen parat hat, gleich ausführen. 71 davon haben wir am Ende gehört in teilweise 10-stündigen Befragungen.
manche davon auch mehrfach, zehnstündig. Das hat nicht unbedingt dazu beigetragen, dass man mehr Erkenntnisse gewinnt, aber es war doch dann doch deutlich, wo die Prioritäten lagen. Wir mussten sogar einer Zeugin ein Zwangsgeld aufoktroyieren, beziehungsweise haben das beim Landgericht beantragt. Das hat auch funktioniert und am Ende hat die Zeugin auch zum Erkenntnisgewinn doch deutlich beigetragen in einer vertraulichen Sitzung. Weiß ich gar nicht. Also die Frage war, wie teuer das war. Ich habe es gerade gar nicht im Kopf. Es war nicht das, was wir beantragt hatten. Das Landgericht hat uns da nicht ganz gefolgt, aber auch das war sehr erfolgreich am Ende für die Erkenntnisse des Untersuchungsausschusses. Ja, und jetzt liegen uns dann 1296 Seiten Untersuchungsausschussbericht vor. Wie gesagt, der umfangreichste. Und ich möchte ein bisschen dem geschätzten Kollegen Brauer, der ja mit mir einer von zwei Vorsitzenden eines Untersuchungsausschusses dieser Legislaturperiode war, widersprechen. Ich finde es gut, dass ganz klar geworden ist, wo die Streitpunkte liegen. Ich finde es gut, dass die Fraktionen, die sich entschieden haben, ein Sondervotum zu machen, oder ich und die Koalition, durch die doch sehr umfangreichen Arbeiten im Einzelnen in dem Gesamtwerk klargemacht haben, wo sie Dinge unterschiedlich sehen, wie sie sie anders bewerten und dann eben aber auch in der Gesamtheit mehr Quellen veröffentlicht haben. Denn alles hat ja nicht die Koalition beantragt, alles haben dann auch nicht einzelne Oppositionsfraktionen beantragt, sondern in der Gesamtschau haben sich Synergien ergeben und es wurde einfach auch mehr veröffentlichbar und das ist sehr gut. Ja, seit dem 26. Februar 2016 beraten wir dann eben fast 3,5 Jahre nach Einsetzung des Untersuchungsausschusses den Abschlussbericht. Das waren 7 Sitzungen, die, wenn man den Beschlussprotokollen und deren Stärke glaubt, noch mal umfangreicher waren als die meisten Zeugenbefragungen. Das liegt einfach daran, dass wir tatsächlich, und das gilt für alle Fraktionen, am wenigsten noch meine Fraktion, weil wir uns auf das Sondervotum konzentriert haben, hunderte von Änderungsanträgen zu dem Bericht, der im Entwurf vom Ausschussbüro vorgelegt worden ist, gegeben hat. Auch da ist, das wurde hier schon mehrfach angeprangert, das finde ich jetzt aber nicht so richtig skandalisierbar. Natürlich hat sich die Ausschussmehrheit, die Koalitionsmehrheit dann durchgesetzt. Das ist für viele und auch für mich nicht immer sehr befriedigend gewesen, aber ist jetzt auch nur keine Sache, wo man besonders überrascht oder verwundert sein müsste. Abgesehen davon hat auch an wesentlichen Stellen, so zumindest mein Eindruck, die Koalition sich dann am Ende doch breitschlagen lassen, um wesentliche Erkenntnisse auch im offiziellen bzw. Mehrheitsvotum unterzubringen. Es sind Empfehlungen erarbeitet worden. Ich möchte mich auf das Inhaltliche jetzt in der Rederunde gar nicht beziehen. Ich möchte aber noch mal eins sagen, was ich als dann jetzt nach der Rede nicht mehr Ausschussvorsitzender erwarte von allen Beteiligten hier, ist, dass die Empfehlungen, nicht nur die, die im Mehrheitsvotum stehen, sondern auch die Zusammenfassung und Bewertung und Empfehlung der Sondervoten ernst genommen werden. Wir sind im Wahlkampf und ich erwarte, dass von den Parteien, die sich zur Wahl stellen, jede einzelne Partei und insbesondere den Expertinnen und Experten im Untersuchungsausschuss, die Menschen dazu bekennen, wann sie diese Empfehlung umsetzen, wie sie sie umsetzen wollen, mit wem sie sie umsetzen wollen, damit die Berlinerinnen und Berliner außer Ankündigungen von eigentlich, das wurde schon genannt, klaren Erkenntnissen ein bisschen mehr haben und sich darauf einstellen können, was in der nächsten Legislaturperiode unter anderem, aber eben auch mit dem BER passiert. Darunter gehört, ich lese jetzt nur die Kapitel vor, die im Mehrheitsvotum stehen, eine solide Projektstrukturen, was darunter zu verstehen ist, das werden wir dann auch sicherlich in der Rederunde noch hören, das muss diskutiert werden und das muss nicht nur bei der FBB, die den Flughafen baut, diskutiert werden, sondern auch an anderer Stelle. Ein realistischer Umgang mit Planungsänderungen, das wurde hier auch schon erwähnt bei der Staatsoper, Kostenehrlichkeit, strukturelle Rahmenbedingungen, die vor allen Dingen die Arbeit der Aufsichtsräte und der Gesellschafterversammlungen betreffen und eine Verbesserung der parlamentarischen Kontrolle. Das sind Dinge, die sind hier zu diskutieren und auch nicht nur heute. Und ich wünsche mir insbesondere, dass der umfangreiche Abschlussbericht auch von den Haushälterinnen und Haushältern der Koalition in diesem Haus gelesen wird. Denn die Entscheidung, die gestern im Hauptausschuss getroffen ist, wegen der neuen Finanzen für den BER, die wäre möglicherweise nicht ganz so klar ausgefallen, wenn vorher gelesen worden wäre, was in diesem Bericht drinsteht. Ich bedanke mich einstweilen auch für die Zusammenarbeit, für die durchweg kollegial war, auch wenn man manchmal in der Presse anderes gelesen hat. Und
und für die ja dann doch sehr lehrreichen 3,5 Jahre, die ich mit Ihnen verbringen durfte. Vielen Dank. Vielen Dank.